Jetzt baut der Jusen mal, ja? Jo, ich finde das so ist eine ganz gute Idee. Und ganz unten das Regal will ich auch nicht benutzen. Das ist auch ein bisschen. Ja, weil wir dann den Boden mit hinten abbauen. Aber jetzt mal ohne Witz, eigentlich bei mir ist es E. Da steht E und die Hand und E gedrückt, also halten. Genau, aber wenn du jetzt nur mal auf die Sachen, die jetzt zum Beispiel die Munition guckst, hast du zwei Pfeile. Eins guckt nach unten, einer nach oben. Ja, der nach nehmen oben und hinlegen. Genau, C heißt dazugeben und E heißt nehmen. Wenn du auf die Sachen guckst, die schon drin sind, guckst du auf ein leeres Regal. Mach ich. Habt ihr recht, da gibt's nur E, gedrückt halten könnt ihr aussuchen. Pack erstmal die ganzen Mumpeln da rein. Alles, was ich bei hab. Pylon, du musst dann Q oder R drücken, dann blätterst du die Seite weiter. Danke, danke. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, aber das ist das Mikro rausgegangen. Achso, das ist ja schon voll. Ansonsten immer unten gucken. Unten steht dann auch schließen und Dings, also... Q und R, ja, logisch. Zum Weiterblättern, okay, stehe ich im Dings drin. Das ist beim Feuer genauso. Okay, dadurch, dass ich jetzt im Regal drin stehe, sehe ich nicht wirklich, was ich in der Hand habe. Muss mal ein Stück weggehen. Ja. So, ist ein bisschen angenehmer. Plane habe ich so viel, die kann ich ja... Aber dann muss man auch einfach, da steht dann benutzen. Packt er die dann raus? Ja, benutzen rein, ja. Und muss ich denn ein anderes Fach danach auswählen oder kann ich immer weitermachen? Nee, kannst immer weitermachen, der sucht sich immer ein neues Fach. Also, vorausgesetzt, das Ding ist nicht komplett voll. Was brauchen wir, diese Druckerharz eigentlich? Was soll ich denn? Packst du es unter dich da und krieg es raus? Ja, dann können wir noch gar nichts craften von. Leere Flaschen. Kann sein, dass das für den 3D-Drucker ist. Wenn du den 3D-Drucker machst, willst du mich veräppeln lassen? Nee, wir können. Den 3D-Drucker hast du auch im Trailer gesehen. Da können wir uns später auch die so eine goldene Maske dingsen. Ich glaube, ich habe es jetzt mal vollgeballert, wa? Ich glaube, wir brauchen mehr Regal. Na hier, die drüben kannst du ja auch noch nehmen für Medizin und sowas. Ja, das geht. Jetzt baut man halt hier noch ein Regal ran. Oder ich... Achso, ich habe ja... Okay. Hab ein paar Sachen doppelt genommen. Ach scheiße, dadurch habe ich es jetzt nach unten gepackt. Weil die Sachen hätte man da auch rüberräumen können. Oder? Warte mal, wenn ich mich hinhocke? Wenn ich mich hinhocke, geht's doch. E. Okay, es sind noch zwei Fächer frei. Muss mal hier ran und C drücken. Ja. Okay. Die Folien stapelt da, das finde ich ja schon mal richtig. Das finde ich toppy. Ja. Die Köpfe könnten wir eigentlich rausnehmen, die macht da nur einen. Na, ich habe die nur reingemacht, falls du noch Fackeln bauen willst, damit ich die nicht mit mir rumschleppe. Wo war C4? Hier. So. Wodkaflasche. Ist ja nicht, braucht man die Wodkaflaschen vielleicht später auch noch für irgendwas oder kann man sich da getrost alle Mollys draus bauen? Weiß ich nicht, aber ich kann sich noch Mollys draus bauen. Ich baue mir erstmal noch Mollys draus. Dann hat man drei Stück und für Notfall ist es, glaube ich, ganz gut. Würde ich sagen. Dann lasse ich lieber Granados hier. Achso, nimmt er natürlich gleich in der Hand. Ich bin noch nicht so mit warm geworden. Da oben. Blub, blub, blub. Können wir nämlich wieder neue Tücher sammeln. So gesehen eher der Medikamentenschrank. Ja, genau. Und Fackeln. Medikamenten und Fackeln.
Naja, den Rest kann ich ja erstmal eigentlich, denke ich mal, bei mir lassen. Ach, warte mal, wir können den einen Dings noch aufmachen, Leute. Achso, warte mal, muss ich hier wieder raus? Geh. Den habe ich ja auch noch, ich hab's vergessen. Da unten ist er. Oh, okay. Goodie, goodie, goodie. Jetzt muss ich mir erstmal wieder ein paar Möwen fangen, damit ich was zu essen habe, wa? Ja. Ach, warte mal. Nee, doch. Geht ja nicht anders. Wir haben, glaube ich, keine Pfeile mehr. Also müssen wir das ja per Hand machen. Aber warte mal, ich glaube, dass das mit dem Speer mit der Reichweite vielleicht ein bisschen einfacher ist. Warte, Pfeile, ich komme mit dir, weil da liegen ganz viele kleine Kiesel überall. Dann können wir ein paar Pfeile auch wieder machen. Hast du gehört? Ja, ja. Ich sehe ja, dass du hinterher kommst. Hier liegen auch schon ein paar kleine Kiesel überall. Bis jetzt sehe ich keine. Hinter dir sammle ich einige ein. Hier ist eine Muschel. Wie gesagt, das ist im Sand, diese kleinen weißen Pünktchen. Aber da müsst ihr doch eh anzeigen. Da. Ja, dann, tut ja auch. Geht's. Und wenn er nicht eh anzeigt, dann... Ja, du musst halt schon fast drüber stehen. Aber hier ist auch kein einziger Vogel, ne? Nee, nee, der ist erst auf, die sind erst auf der Insel. Ein bisschen Fleisch. Einen habe ich. Zur Höhle gehen, beziehungsweise wir holen bald Essen, Dicker. Ja, genau, na, da wo die Möwen sind, also hier vom Spawn. Ja, und hier ist ja auch ein Feuer, oder? Können wir gleich hier braten? Genau, das hatte ich gesagt. Möwen sammeln, Feuer machen, Essen braten, rein in die Höhle. Irgendwie sind hier kaum noch welche. Bei denen waren hier noch mehr. Ich, im Moment sehe ich hier bloß eine. Hier vor mir. Denke ich mal gleich landen will. Lande, Möwe, lande. Die verarscht mich doch. Die dreht hier ihre Runden über mich drüber. Steht wohl genau an der Stelle, wo sie landen will, oder? Jetzt haut sie ab. Na geil. Vor mir ist so ein weißer Eingeborener. So komplett weiß, der guckt aber nur. Da hinten kommen noch welche. Drei, vier Stück da hinten. Wow, er schlägt schon. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Jetzt hat er was in der Hand. Der greift doch bestimmt an. Warte, was war's denn? Nee, no using, yep ihm. Da kommt der nicht. Oh, David. Versucht das, habe ich nicht gegenseitig heute, Leute. Leute, ich liebe. Ah.
Mann, Alter, der wehrt sich noch. Ich muss den erst die ganze Rüstung kaputt machen. Ja, nur auf den Kopf. Aber wenn er einen Totenschädel aufhat, dann bringt es doch, glaube ich, nicht so viel, oder? Oder heilt's halt. Aber hat eine Tasche fallen lassen. Ja. Hier kriegen wir wieder Haut raus bei dem weißen Mutantenhaut. Pass auf, der nächste kommt, der nächste kommt. David. Ja, ich kann ihn zum Typen fest. Jetzt muss man erst mal heilen. Ich habe ihn gut mitgegeben, aber. Na, der Speer ist nicht schlecht, man muss bloß lernen, wie man mit ihm zuhaut. Und die Reichweite ist halt echt gut. Da unterschätzt man das. Warte, Möwe. Aha, bleib stehen. Nein! Es kommen aber Möwen. Ich sehe schon 3, 4 Stück. Die müssen gut, muss man landen. Ja, bei David? Oh, bei David sind ganz viele. Gut, dann mache ich das Feuer, ja. Mach das. Ja, David, gib ihn! Nice! 4 Stück. Da kommt die 5. David! Aber erst mal zu futtern. Sehr schön. Mann, da kommt einer. Warte, David. Warte, warte, warte. Genau hinter dir. Hab sie. Sehr schön. Dann ab aufs Feuer damit, oder was? Das Fleisch und die Feder. Haben wir doch, würde ich sagen. Da hinten ist schon wieder ein Eingeborener hinter Jusen. Er kommt angerannt. Und tot. Oh, hier ist wieder. Hier ist auch wieder Stuff zum Teil, ja, da müssen wir nochmal gucken. Granaten, C4. Kohlefaserpfeil. Sehr geil. Und für den Combat-Bogen, so gab es zumindest im ersten. Okay. Wollen wir noch schlafen? Können wir schlafen? Eher was essen dann? Ich will halt schlafen, bevor wir essen. Na denn? Speichern vorher? Hab ich schon. Okay. Na, für jeden extra. Sicher ist sicher. Aber ich glaube nämlich auch, wenn du das frisch gespeichert hast und wir uns alle ausloggen, kannst du das auch wieder neu laden. Gut sein, ja. Ich glaube, du speicherst damit den aktuellen Stand von deinem Equip und so alles. Das heißt, wenn du jetzt stirbst oder das Spiel abschmiert, hast du dein Equip wenigstens so, wie du es hier gespeichert hast. Ich sterbe mal, damit habe ich nichts zu tun. Sonst hätte ich hier öfters schon ein ganzes Equip verloren. Dem Punkt, wo da eh steht, kann man es essen oder? Nee. Wenn es braun ist. Wenn es braun ist. Ah, scheiße. Ah, nicht eh gedrückt halt, dann ist es auch. Also. Man muss immer genau auf das Feuer gucken. Ne? Na, genau das Falsche genommen. Hier drüben ist noch eins, das wird gleich braun, falls jemand noch was essen will. Ne, ich bin satt. Danke dir. Noch den Lederbeutel schnell öffnen hier. Es ist nass, weil es regnet. Ah, ich muss gleich hier nochmal drehen. Alter, die wird
Alter, ich glaube, die moderne Axt ist, glaube ich, die beste Waffe bis jetzt. Aber ist nicht so schnell. Die ist leider nicht so schnell. Okay, ich bleib bei der Machete. Und du hast halt unterschiedlich an... Leute, wartet noch mal kurz, bevor ihr da reinrennt. Oh, da nicht reingerannt. Ich hab geguckt, ob man hier vorne beim See vielleicht trinken kann. Achso. Kann man? Nee. Hast du keine Energy oder sowas? Doch, aber die wollte ich vielleicht sparen. Also. Ja, die finden wir immer wieder, wenn wir neue Reihen ankommen. Die kannst du ruhig trinken. Ja, ist ja klar, aber wenn hier vorne Wasser gewesen wäre, hättest du nicht trinken müssen. Ja, ist ja recht, aber so ist es halt leider nicht. Attacke rein oder was? Na dann los. Ab in die Höhle. Die Fackeln könnten wir eigentlich hier drin auch verwenden. Was macht aber man wenn man eine Fackel in der Hand hat, ist es halt auch problematisch. Du kannst ja nur mit der Fackel zuhauen, ne? Ja. Also wäre es gut, wenn nur einer eine Fackel in der Hand hat. Achso, oder man benutzt das Feuerzeug erstmal. Dann hat man auch ein bisschen Hier ist ein Zeitungsausschnitt, habt ihr den gefunden? Ja, ich hab's mal schon gefunden. Denke ich auch. Ich sehe hier nichts mehr. Ich glaube, den haben wir beim letzten Mal, wo wir kurz reingeguckt haben, schon mitgenommen. Kleines bisschen laggy in der Höhle. Gut, soll ich meine Fackel in die Hand nehmen oder was? Ja, es geht mit dem Feuerzeug auch okay. Man sieht auf jeden Fall mehr, als wenn man gar kein Feuerzeug in der Hand hat. Hier wird die Höhle größer. Oh, scheiße, man muss die Dinger auch vorher anmachen. Wie gehen die denn an? Achso, gedrückt halt. Ein Schwimmreifen. Soll ich die auch runterlassen? Ja. Das sind Magnesiumfackeln, sollten eigentlich. Schade, dass bei den Leichen nicht mehr mit rumliegt. Oh, hier ist ein Viech. Zwei Viecher, oh, ja. Erstmal hier hinten. Oh, hinter euch ist eins. Ich bin instant tot, was ist das denn? Hä? Ich hab sogar extra... Hä? Ich hab voll Leben. Ah, wir hätten vielleicht mit Rüstung auch reingehen müssen. Oh, er macht das schon. Ich bleib mal hier liegen. Achso, dann lass die noch alle abschießen, wenn die da rumpacken. Ja, die kommen ja nicht durchs Wasser. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich hoffe nicht durchs Wasser. Mich auch sonst hochholen, Jusen.
Natürlich, hab mich gleich wieder umgehauen. Alter, ich bin auch fast tot. Du bist zurück und heil dich. Ich kann noch ein bisschen warten. Lol. Das Ding ist, ich habe auch keine Pfeiler mehr, Mann. Ah, wir müssen uns nur viele Steine. Wir hätten immer eine Granate mitnehmen sollen oder so. Ja, stimmt. Die standen alle auf einem Haufen. Viele gleich kommen. Ist ja auch noch unsere erste Höhle im Game. Okay. Ich bin der Hälfte. Schaffst du das diesen oder? Sollen wir uns wegdrücken? Ich versuche erstmal Pfeiler irgendwie zu kriegen. Ah, schon wieder keine Pfeiler mehr. Mann, ist doch. Sind die durchs Wasser zurück durchgekommen oder? Die kommen nicht hier hoch. Die kommen nicht hier hoch, wo ich bin. Ich will schon meinen Kuchen aufessen. Peiter, warte, ich hol dich. Warte. David? Ich bin nicht dabei. Ach, David, du bist gar nicht mehr da, okay. Mhm. Ja, wo bin ich denn jetzt hin, ne? Peiter, wo bist du? Da vorne. Nee. Peiter, okay, du lebst wieder. Gut, heile dich erstmal. Ich muss es auch. Aber ich habe nichts zum Heilen, fuck. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, du bist hier irgendwo in der Höhle. Ja, nein, in der Höhle bin ich, aber es ist alles dunkel und ich sehe nichts. Und ich bin bei dir. Wir sind doch neben dir. Achso, hier seid ihr. Okay. Müssen wir hier rüber oder? Nee, kam von der anderen Seite. Wir müssen von da lang. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Pfeiler herstellen. Kann dir auch welche geben? Ja, alles gut, ich habe ja Sachen zum Herstellen. Gerade gesehen, ich habe noch eine Granate dabei, ich habe wohl vorhin eine eingesammelt. Ja, nice, die kannst du gleich mal, wenn wieder sowas kommt, gleich mal werfen. Aua! Gegner! Ja, Fusen! Auch craften. David! Ich bin gerade am Craften. Scheiße. Ich auch, fuck! Dann müsst ihr aufhören. Ja, in der Animation kannst du nicht aufhören. Wenn ich mir eine Blätterrüstung crafte, dann dauert das leider ein bisschen. Ich sehe nichts mehr da. Also ich bin am Boden, falls es jemanden juckt. Du musst erst mal das Vieh umklatschen. Ja, alles gut. Ich habe meine Medizin für den Arsch. Hast du Arschmedizin, ja? Ist der denn die Rosette immer eincremen oder was? Ja. Da ist ein Pfeil im Kopf. Pfeil hier mal rausgezogen. Leute, unter Wasser. Wieder dahin gelaufen. Leute, hier ist jemand bei mir. Kann mal jemand leuchten? Ist tot.
Oh, der hat sogar dieses Special Fleisch. Okay, hier geht's weiter. Alter, wie weit geht's denn hier? Leute, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Wo seid ihr lang? User kommt zu mir. Ballerwart. Achso, ich komme zu euch. Hier sind Gegner. Ich gehe zu euch zurück. Da komme ich nicht weiter. Oh. Aber Pfeiler sind smart, ja. Ja. Oh, noch einer. Der eine oder keine. Schade, dass man keine Außenansicht machen kann, sodass ich den Jungs zugucken könnte, was sie machen. Ich kann nur die Hände in den Boden stecken. Hälfte habe ich. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Danke dir. Genau. Ich hole mal kurz Pfeiler. Was? Bist du wahnsinnig? Ich habe hier gerade kein Licht. Wenn ich jetzt keine, habe ich kein Licht. Also dieser Rundumschlag ist doch, sieht doch manchmal echt komisch aus. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, ich wurde getötet. Na geil. Da stand doch schon drin, ne? So macht man's nicht, Leute. Der muss ja schon fast tot sein, ey. Alter, fuck. Das alle down? Ja. Jetzt, dann rausdrücken. Na, vielleicht schafft er es jemand. Ich bleib mal hier. Ihr respawnt in der Höhle oder was? Ja. Oh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube die Viecher spawnen, die spawnen auch. Okay, gar nicht gruselig. An der gleichen Stelle, wo David vorhin ist, respawnt man dann. Wo er gespawnt ist. Ah, okay. Ich wollte die Machete nicht. Boah, hier ist wieder ein Gegner. Okay. David, da bei dir auch. Hab ich doch gesagt, komm mir auch. Oh, bei Pfeiler auch ordentlich dick auf dem Boden. Was, bei Pfeiler auch? Bei dir war auch einer, ja. Echt? Ich komme doch gerade erst mal zu euch gelaufen. Oder ich versuche es zumindest. Was machst du denn? Die sind alle hinter dir. Was sagst du? Abbiegung verpasst gerade. Hier lang. Okay, jetzt mal kurz sammeln. Wir sind alles. Der läuft die ganze Zeit hinterher, Jusen. Ach so. Die verschwinden nicht, wenn du perfekt sind. Oh, noch einer. Pass auf. Da ist noch einer bei mir. Hat die mich auch wieder. Ich lieg auf den Boden. Wir gehen hier einfach die Pfeile zu schnell aus, das nervt.
alle tot. Oh, wo ist Jusen? Komm her, denn die bitte Pfeile. Kann man die einfach fallen lassen oder was? Nee, ich glaube, du musst die einfach auf den Boden schießen oder irgendwo hin, dass ich sie nehmen kann. Echt jetzt? Ich glaube ja. Okay. Oder du kannst in mein Inventar reingreifen und da mal gucken. Ob du mir was geben kannst. Müsstest du nicht in sein Inventar greifen? Nee, eigentlich müsste er. Er sieht ja nur sein Inventar und das kann er mir dann geben, theoretisch. So. Ja, so kriege ich jetzt Pfeile. Okay, ich glaube, das reicht, weil irgendwann ist auch so viel. Okay, danke. Habt ihr euch nochmal geheilt? Nee, ich habe keine Medizin. Ach, warte. Du wolltest doch gleich noch mitmachen. Ja, einmal Tabletten für dich. Ich danke dir. Wie beide sind die Machetenbande? Oh. Feuerzeug und Machete. Unser Markenzeichen. So, warte mal, man kann ja das, was man gepflückt hat, gleich mal noch anlegen. Fall ich nicht gleich wieder um. So. Dann gucken wir mal weiter. Wo geht's weiter? Ah, hier. Nee. Hier standen die. Hier ist noch einer. Okay, 1, 2, 3 und los, alle los. Dann wieder. 1, 2, 3. Und dann den ich vorne umgehauen habe, auch nochmal. Kommt her. Okay. Seid alle dran? 1, 2, 3. So haben wir alle was davon. Habt ihr ja recht. Und gleich anziehen wieder. Ejo. Wenn wir die Höhle hier mal schaffen wollen, dann sollten wir vielleicht alles anziehen, was wir rauskriegen. Ja. Hast eine volle Rüstung. Krass, ich gehe mal immer vorne ran, weil ich die meiste Rüstung, glaube ich, habe. Hier ist wieder einer. Und noch ein zweiter. Ein dritter. Einer ist tot. Oh, hier sind noch zwei andere. Oh, der sind nicht so Vorsicht, Vorsicht, der Große. Da ist noch einer bei euch. Ja. Nice. Okay. Haben wir alles. Na denn? Hier vorne? Ah. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die gleiche genommen haben. Ich glaube nicht. Ich habe die andere, glaube ich, genommen aus Versehen. Oder? Ja. Ja. Ja, dann hier. Hier liegen auch drei. Nehmen wir den hier unten erstmal. Eins, okay. Zwei, drei. Da liegen zwei übereinander. Müssten wir eigentlich die auseinander. Aber ist ja egal, oder? Ich habe den rechten. Ja, ich habe. Eins, zwei, drei. Dann müsste ja der da drunter noch gehen. Dann können wir uns da bestimmt jetzt rumstellen. Wow, ich bin auch umgeflutscht. Oh, wartet mal, hier ist einer. Der kommt auf uns zu. Okay, ist down.
Folge. Oh, es geht mit der Machete recht zügig. Wenn zwei ran kann, ja, dann. Warte. Ja. Alter, ich bin in die Wand geglitscht. Ja, ich wir dürfen bloß nicht drin hängen bleiben, das wäre mies. So, dann hatten wir hier, Leute, hier den noch. Der in der Mitte, ne? 1, 2, 3. Dann haben wir gleich fürs nächste Mal noch Rüstung, das ist doch echt geil. Ja, da liegen ja noch ein paar. Hier, der so einen hockt. Moment. 1, 2, 3. Und dann der daneben liegt. Den was? Hier, ja, genau. 1, 2, 3. Ich hoffe, wir können davon unendlich viel. So, den hier haben wir noch. Hier sind aber noch Pfeile drin. Man muss mir Usen vielleicht erstmal die Pfeile nehmen. Da oben ist noch einer. So, kommt alle ran. 1, 2, 3. Stechen rein. Machen gerade die Metzgerlehre. So, dann den hier in der Ecke. 1, 2, 3. Muss ja irgendwo ein Radio sein, Alter. Hey, gut, dann haben wir sie alle, oder? Ja, wollen wir erstmal hier rechts gehen? Meine Rüstung ist voll und ich hab noch 3. Das ist doch gut. Spare dir auf. Nee, ich wollte sie gleich wegschmeißen. Man kann ja schneller umfallen als. Wartet mal, ich will mal ganz schnell gucken, wie viel Pfeile ich noch hab. Ach, hier da hängt das Radio. Eine. Ja, okay, ich hab noch 15, okay. Ja, 1, 2, 3. Und 2 denn? Song ist cool. Ich lass das Ding an. Wir sind immer noch in dem gleichen Gang, ne? Es gab ja ganz am Anfang noch einen zweiten, wo wir, glaube ich, noch nicht weitergelaufen sind. Babys. Kannst du die wegfahren, verwalten? Ja. Ja, wird kaum was sehen. Ja, dann rennen wir einfach. Ich könnte eine Granate reinschmeißen. Ja, machen wir eine Granate. Diesen gehen wir weg, nicht dass die Granate wegkriegt. Alter, ich bin taub. Ja, ich auch. Wir sind in der Höhle, Digga. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass man dann aber immer taub ist. Haben aber welche überlebt, obwohl ich sie bis da nach hinten hier eine geschossen habe. Warte, ich hab noch eine. Die sind noch weiter nach hinten, David. Da hinten im Dunkeln sind sie jetzt verschwunden. Da hinten links. Werf die da so nach hinten links. Und dann sollte es gehen. Jemand eine Leuchtfackel? Lass erstmal eine Leuchtfackel hinwerfen. Oder so, ja. David läuft schon. Die sind alle voll weit weg geworden. Haben wir noch was mitnehmen? Nee, war die Babys. Nee, hier ist nichts. Wir müssen denen hinterher. Winter hier. Oh, bitte, ich gehe einfach vor, dann siehst du ja, ob irgendwas ist oder kommt. Hier hinten sind die Babys. Ja, warte. Hinten. Hast du reingeschmissen? Ja, boah. Jo, da kommen sie geflogen, du. Aber da hängt einer. Oh, hier sind noch welche, passt auf. Und die hat ein Betäubungsgewehr, krass. Ja, nice. Taser-Pistol. Haben wir die auch gefunden. Erste Höhle, die wir hatten, ganz am Anfang, kriegt man die Taser-Pistol. Aber die wollte ich nicht in der Hand nehmen, ich will weiterhin meine Machete erstmal nehmen. Okay, hier in der Ecke ist nix. Nö, dann war das die Höhle für die Taser-Pistole. Wie es aussieht. Aber wie gesagt, den Eingang vorne, ich glaube, den hatten wir noch nicht. Kann man da irgendwo hin müssen? Kann man da was sehen? Keine Ahnung. Auf die Augen zu. Nö. Oh, doch. Hier steht ein Riesenvieh vor. Das ist. Alter, ist das groß. Sieht aus wie eine riesige Schnecke. Das war gerade 3 Meter groß und ist hier ganz langsam lang
Denkst du, also wir haben vorhin. Da, da ist es wieder. Ja. Bekommen. Warte, soll ich mal probieren, das mit einer Granate wegzuhauen? Ich weiß nicht, ob die da durchzuwerfen, sonst versuch erstmal eine Flare durchzuwerfen. Wenn das nicht geht, dann kannst du die Granate. Also, jetzt brauchst die Granate nicht schmeißen. Oh. Okay. Okay. Interessiert den Scheiß. Na, ich glaube, das ist bloß ein Sichtfenster. Wir müssen mal zurückgehen. Sagt, vielleicht kommt man da ja lang, wenn man den anderen Weg geht. Ah doch, ich hab's geschafft. Was? Oh, kaputt? Ist nicht, nee, ist nicht, ich konnte durchwerfen, aber ah, ich okay. Ist nicht gestorben. Okay. Baby. Ja, ich muss immer noch getan. Aua. Ein Funky Groove, was gehört ihr? Ew. Hier sind wieder Leuchtfackeln. Ah, ich bin voll. Kann keiner mehr mitnehmen. Aber soll es hier weitergehen? Ne, hier ist Licht. Eigentlich müssen wir hier hinten dann noch weiter zurück und dann noch mal gucken. Ja. Da looken wir mal. Alter, in echt so ein Taser-Feuerzeug, das wäre nach einer Minute Dauerbetrieb leer, Alter. Ja. Der hat das unendliche Taser-Feuerzeug. Ist doch eine Marktlücke, oder? Das ist Handbetrieb. Wie diese. Na, der ist nicht. So, hier müssten wir eigentlich weiter lang. Wenn wir hier zurücklaufen, kommen wir wieder zurück. Ne? Ja, oder? Ja, oder was andersrum? Ne, ich glaube, hier kann man nicht hin. Hier ist Wasser und Wasser. Ja, hier sind Schwimmwesten im Wasser, hier waren wir noch nicht. Warum können wir die nicht mitnehmen? Ja, lustig, ja. Oh, hier sind die. Jetzt können wir gleich wieder. 1, 2, 3. Alle rein mit dem Messer. Ja. Du bist müde, du bist hungrig. Ja, ich weiß. Können wir den ich kann nichts mehr tragen. Können wir den eigentlich auf die Arme ablassen? Vielleicht muss man auch die Axt nehmen, ich weiß nicht. Oder das geht halt nicht bei dem Mutanten. Aber ich glaube, da muss man essen. Mal gucken. Aber was Essbares habe ich auf jeden Fall nicht bei. Also außer wieder ein paar Bären, aber die bringen ja nichts. Ne, dann können wir nicht von den Vollmutanten, sondern nur von den normalen Ureinwohnern. Ah, okay. Ja gut, ist ja auch Menschenfleisch vormittag. Okay, eine große Höhle. Ah, oh, shit. Du hast sie nicht angezündet. Gar nicht. Okay. Sehr groß. Ja, hier ist schon Wand, hier ist nichts. Auf der anderen Seite ist auch nichts. Hier ist ein Loch. Hier ist nichts. Direkt neben der Flare ging es da weiter? Oder ist hier auch nichts? Ne, ist auch nichts. Okay. Das ist auch nichts. Dann das Loch, würde ich sagen. Würde ich auch so sagen, ja. Das Loch.
Hätte ich in echten Leben gar keinen Bock drauf, irgendwo in sowas reinzukriechen. Also ich meine, hier geht's noch, aber wenn du wirklich kriechen musst und nicht anders durchpasst und dich durchzwängen müsstest, dann würde ich, glaube ich, irgendwann Panik kriegen. Ich habe keine Lust drauf. Alter Falter. Okay. Okay. Also ins Wasser würde ich erstmal nicht gehen. Hier liegt ein Seil. Okay. Dann müssen wir hier runter. In den Körperteile. Oh, kann man mitnehmen. Jo. Check dir ein. Alten Arm und Bein. Man kann nicht... Oh, hier hinten ist Essen und Trinken, glaube ich. Oder? Dosen, auf jeden Fall. Gönnen wir mal eine. Du kannst alle nehmen. Okay. Der Loot, der spawnt, der kann jeder nehmen. Also können wir vervielfältigen. Hier liegt Garn oder sowas. Oder Draht oder keine Ahnung. Draht, ja. Aber schön mitnehmen, Leute. Gut, dann müssen wir durchs Wasser rüber, wie es aussieht. Ich habe aber so ein kleines bisschen das Gefühl, dass hier was drin sein könnte. Hat jemand noch eine Signalfackel bei? Ja, ich habe noch welche. Ich kann ja welche ins Wasser schmeißen, hast du recht, ey. Musst du erst anmachen. Linksklick an und rechtsklick werfen, oder? Rechtsklick ist an. Also gedrückt halten. Oh, der wirft echt so weit. Krass. Sieht aber safe aus. Aber es geht echt tief runter. Hier kann man später nochmal... Guck mal, wie tief das runtergeht. Hier kann man später nochmal tauchen, Alter. Ich glaube, dafür haben wir den Gastank am Anfang bekommen. Ja, ja, aber wir brauchen die Taucherbrille noch, Digi. Ja, stimmt. Ohne, also so war es zumindest im ersten. Ohne die ging nicht. Hier sind noch Stofffetzen. Oh ja. Nein. Hier, Jürgen. Unter mir. Okay. Hier, Taucherausrüstung. Leute. Ja, nice. Oder ist das ein Rucksack? Nee. Die Taucherausrüstung. Ja, cool. Jetzt haben wir die Flasche dafür und den Rucksack. Eine Uhr. Sehr, sehr geil. Hier ist noch Essen und sowas. Oh. Ja, die ist still. Liegen noch. Oh ne, hat er eine Sonne. Köpfe bloß. Ja, cool. Wollen wir dann gleich tauchen, wenn wir jetzt schon mal die Ausrüstung dafür haben, oder was? Haben wir, ja, warum nicht? Wenn wir Quadratblitz schon lesen. So. Dann können wir gleich mal ausprobieren. Wo ist er denn? Bestimmt beim Rucksack rechts, oder? Ja. Aber ich glaube, wir müssen es erstmal kombinieren, oder? Nee, nee. Einmal ist voll. Siehst du den blauen Balken drunter, wenn du drauf gehst? Im Menü? Und du siehst es ja, wenn du an deiner Brust, an deinen Dings guckst. Okay. Oxy voll. Ja, also ja. Unten rechts ist es ja. Na, deine Attacke. Warte, erstmal eine Waffe kurz raussuchen, die unter Wasser gehen könnte. Nehme ich die Machete. Ist okay, alles halt verschwommen, weil wir die Taucherbrille noch nicht haben, oder was? Steine, Köpfe. Okay, hier kann man echt doll weiterschwimmen. Aber direkt unter uns war nichts, oder wo ist David jetzt hingeschwommen? Ja, ich bin in der anderen Seite, aber da war Sack. Ich glaube, hier geht's weiter, okay. Wo ich da, bin. Da, wo Jusen ist, ja. Am Arsch ist Duster. Das mit dem Tauchen, das könnte ich im echten Leben auch nicht. Ich muss ganz schön einpacken. Nicht zu wissen, wie viel Sauerstoff man braucht in der Höhle und so. Und ja, Höhlentauchen nicht so tauchen, ja, aber auch nicht so Tiefsee, dass... Schnorcheln, das würde ich machen, aber sonst... Also meinetwegen auch ein bisschen Tauchen mit Taucheranzug würde ich auch ausprobieren, solange wie ich eine Vollmaske kriege. Weil ich das nur mit Vollmaske kann. Alter Falter, ich glaube, wir kommen bestimmt an irgendeinem See wieder raus. Alter, ist das hell. Ja, wir sind an einem See draußen. Aber cool, wir haben die Rüstung, wir haben alles. Nice. Einfach nach oben schwimmen zum Licht, ja. Ja.
Nee, wir sind im Meer. Oh, okay, aber ey, wir haben die Taucherausrüstung. So cool. Und diese komische Betäubungsgewehr. Ja, und den Taser. Ja. Da hat sich die eine Höhle ja schon doppelt gelohnt. Ja. Weil der Taser ist bestimmt praktisch. Ich meine, wenn da so ein Typi kommt, der so rumwedelt oder der aus zwei Hälften besteht, wenn man den vorher tasert, können die anderen ja rangehen, einer links, einer rechts und drauf einhaken vielleicht, weißt du? Und dann kann der sich erstmal eine Weile nicht wehren. Und so kann man die vielleicht wesentlich schneller legen. Aber dafür brauchen die, glaube ich, Munition. Wurde die denn erstmal ab nach Hause wieder, oder? Ja. Wie legt man den wieder ab? Achso, abhängen. Okay. Haut Fetzen habe ich auch noch ganz viele, die Tasche voll. Oh. Eigentlich müssen wir erstmal alle wegbringen gehen, ja. Gut. Können wir, Leute? Ja, ab nach Hause. Müssen wir nicht dann nach links? Ja, David läuft immer gerne durch den Wald. Achso. Naja, gerade läuft er auf dem Weg. Nee, ich laufe durch den Wald. Weg. Wald, Weg. Sehr schön. Oh, hier hinten sind wieder Tücher und Seile nach des Bronzes. Oh, warte, warte. Bei mir noch nicht, aber. Tücher brauche ich auch. Warte, warte, wo bist du denn hier? Ich bin bei dir, warte gleich. Also, wo? Du bist in dem Ufer lang. Na, da bei den beiden Steinen direkt beim Spawn. So. Da, wo du mir gezeigt hast, Düse. Achso. Ich dachte, irgendwo ein neuer Spawn. Ich hab gedacht, ich sehe da was. Nee, das sind sie bei mir jetzt auch wieder nachgespawnt. Ich hab die schon viermal abgefarmt oder so. Nee, bei mir ist auch nichts. Okay. Vielleicht auch einfach nicht verdient. So, Jusen, hattest du beim Lilanen schon was gefunden? Warst du beim Lilanen schon? Ich war bei Lilanen, dann kriegst du so eine Medaille, sag ich mal. Okay, mehr nicht. Die Medaille ist wichtig, denke ich, aber das weiß ich doch jetzt noch nicht. Können wir daraus neue Sachen bauen? Bestimmt, keine Ahnung, so weit war ich ja nicht, weil du dann gesagt hast, Digga, ich bin jetzt hier in dieser Welt. Also habe ich gesagt, gut aus. Dann mach ich da jetzt Schluss. Dann hast du mich gesagt. Weil ich dich hier in dieser Welt unterstützen wollte, mein Freund. Aber soll ich das nicht bauen? Ich habe doch Hälften in der Hand. Das ist wahrscheinlich nicht zu kurz. Oh, okay, das kann sein. Zu kurz. Alter, ist der Duster. Ich habe das Regal gerade zum Ritter geschlagen mit dem Holzstumpf. Katatsching! Ching? Katatsching hat's gemacht. Ching, ching. Knochen. C ist reinlegen, hast du gesagt, Jusen, ne? Ja, genau. Oh, gut. Bist du an den Pfeilen eigentlich? Ich frag trotzdem nochmal. Nicht, dass das Spiel heißt, ja, Jusen hat. Nein, das Spiel zeigt es ja so.